Ja, jetzt werden alle blind. Der neue Kleib, was wollte ich trinken? Peter, wie geht es dir zu dieser späten Stunde? Gut. Ich habe Ey. Kaffeechi. Weiter. Was besprechen wir heute, Jörg? Boah, was war das? Konventionen brechen. Ja. Sachen anders machen. Sachen anders machen. Introspektiv sein. So in die Richtung. Wie wird man besser? Ne? Gibt's ja auch keinen richtigen Approach, sondern auch. Ja, für mich sind, wie wird man besser und Konventionen brechen schon zwei unterschiedliche Sachen. Nein, die Sache ist, um besser zu werden, musst du ein gewisses Maß an Selbstkritik haben. Du musst nicht, solltest im Idealfall Aufzeichnungen haben von dir oder von deinem Projekt, wo du einen Vergleich erstellen kannst nach einer beliebigen Periode, damit du sagen kannst, okay, gut, das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht. Genau, ich meine, reflektieren ist natürlich, Was? ich glaube, von reflektieren lernt man am meisten. Ja, aber das ist halt ein sehr aufwendiger Prozess einerseits und andererseits, wer reflektiert schon gerne? Ja, Ne? na voll, sicher. Beziehungsweise, wie umgehst du deine eigene Betriebsblindheit? Ne? Ja, Das ist es. genau. Und Vor allem, wann sagt man, okay, ich ändere jetzt was? Das ist eben der nächste Schritt und das ist das, wo es meiner Meinung nach einen Unterschied gibt zu Konvention brechen oder halt sich neu erfinden oder je nachdem, wie man das sagen möchte oder was anders machen. Wann macht man das oder wann hat man so viel reflektiert, dass man sagt, okay, passt, ich möchte jetzt was anderes machen oder ich muss was anderes machen? Je nachdem, das ist für jeden anders, aber wann ist dieser Moment da? Weil zumindest bei mir ist es jetzt so, bei alles, was ich in der Fotografie mache, ich bin irgendwie auf einem Punkt, wo ich jetzt schon seit mehreren Jahren einfach sehr happy bin mit meiner Arbeit und trotz Reflexion nichts ändere. Naja, vielleicht änderst du jetzt nichts im Sinne von, du machst jetzt dein Grading anders, zum Beispiel, sondern du schaust auf, wie kannst du noch weiter auf die Essenz hin, also halt vordringen, ne? Wie kannst du deinen Output konstant machen, dass immer konstant die gleiche Qualität ist, ja? Egal Das wie die, egal, mein Sessel wackelt dazu, egal wie die, wie die Umstände sind, ne? Jetzt, ob du das Szenario komplett kontrollieren kannst oder nur einen gewissen Aspekt davon, der Outcome trotzdem nicht shitty und janky ist Ja, dass du dadurch. deine Ja. großartige. Klar, Einerseits das stimmt das, schon, ja. wie du Workarounds findest, ich habe jetzt echt den Faden verloren. Urbrutal auf einmal. Das ist richtig, ich hab jetzt drei Punkte. Ich sage den ersten, wo sind die anderen zwei? Das ist jetzt gone. Ne? Nein, Also aber Consistency finden genau, in okay. dem, ja. Ja, das ist schon möglich. Ich meine, was mir jetzt eigentlich selber jetzt erst wieder eingefallen ist, was interessant ist, was irgendwie spannend ist, dass ich es vergessen habe, obwohl ich es immer noch mache. Das Einzige, wo ich eben was geändert habe, war, ich habe mir selber eine Limitation aufgelegt. Ich habe gesagt, dieses Jahr alle Konzertfotos, die ich mache, mache ich nur in Landscape. Ich filme nichts Hochformat. Ah, okay. Ja. Und nicht nur in Landscape, Warum? sondern 16 zu 9. Warum? Weiß nicht. Das habe ich mir Also. irgendwann gedacht, das ist vielleicht eine Challenge, weil es macht etwas anders. Und vielleicht ist das etwas, Ja. wo man Konventionen bricht, was ich jetzt erst im Nachhinein, wo ich hier sitze und darüber nachdenke, vielleicht ein. Ja, okay, es ist Du eigentlich gar hast. nicht so üblich, dass man alles in Breitbild fotografiert, nämlich nicht nur
normales 3x2, sondern nein, breiter als das. 16:9, ja. 16:9 oder noch mehr. Du hast einen Make Gordon gemacht, David. Okay. Ja, weil mein, also mein... The God himself. Ja. Or is he? Is he the devil? Ja. Ich hab das Gefühl, er ist der Teufel. Aber manche sagen, dass es doch die gleiche Person ist. Aber okay. Wurscht. Ja, bevor wir in das kommen. Da hättest du fast ein Kaffee im Gesicht gehabt. Das ist okay, aber that's more. Ja, that's more. Sorry, ganz kurz. Ich habe einmal bei einem Konzert, ich bin mir nicht ganz sicher, es war Bullet for My Valentine, wo ich ohne Schmäh einfach einen Dude vor mir gesehen habe, der sich so hingestellt hat nach einem Song und wohl richtig andere Leute dieses und haben sich so dahingestellt und haben so ein urlanges gebildet. Die Außen sind einer so geil. Und an der anderen Seite auch und in der Zwischen waren, keine Ahnung, 5, 6 Leute. Das ist geil. Siehst du? Ja. Oh. Aber das mag, vielleicht können wir nicht Zechen dazu nehmen. Das wird dann schon Yoga. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Mick Gordon. Er hat eine super Keynote, 1900 irgendwas, na Scherz, also es ist schon recht lang her, wie der erste Doom jetzt von ihm, also nicht das Spiel, er hat nur den Soundtrack gemacht, hat er eine Keynote auf der GDC. Mhm. Und da spricht er nicht nur darüber, wie lärmend nicht seine Chain ist und wie er den Sound gefunden hat, sondern er spricht auch sehr viel über die Erstellung von einem Konzept und wie es ist, kreativ auf Kommission zu arbeiten. Mhm. Ja, und quasi die Vision von anderen zu verwirklichen. Ja. Und da spricht er halt auch sehr viel, und das ist im Übrigen ein YouTube-Video, das ich einer jeden Band sehr nahelege und immer wieder schick und so, und viele sagen, ja, voll, das ist interessant, schau es mir an. Wenigstens schauen es an. Ja. Aber man kann so viel lernen daraus, weil er sagt so fundamentale Sachen, die man natürlich, wenn man sie hört, sagt so, oh ja, ist eh klar. Ja. Aber wenn du es aufmerksam schaust und das anhand des Beispiels siehst, wie er vorher gearbeitet hätte und was aber dann rausgekommen ist aus dem Ganzen und wie er eigentlich moderne Musik beeinflusst hat dadurch. Nur durch diesen simple change of mind. Ja, das ist nämlich der simple Satz ist to change the outcome, change the process. Ne? Das heißt, wenn du von Anfang an einen gewissen Faktor schon veränderst und dich selbst aus deiner Comfortzone quasi rauskickst, ja, was du gemacht hast, weil du gesagt hast, nur 16:9 und nur Querformat. Ne? Also, musst du sofort ganz anders denken und damit du, obwohl du diese Limitation hast, dir trotzdem denkst, okay gut, wie kriege ich Varianz aus dem Ganzen, dass ich Content für ein ganzes Jahr lang releasen kann, ohne dass mir und am allerbesten noch die Leute, für die du es machst, das Auge einschlaft. Ja. Und das ist ein Real-Life-Beispiel dafür. Genau, und um es konkret zu machen, das stimmt, ich kann jetzt, also wenn ich generell in meiner Foto-Library schau, das Schöne ist, du hast überall eine Statistik, Stats. Wie viel Touchdowns hast du? Alle. Foto-Library. Nein, wo man kann eben sehr schön anzeigen lassen, mit welcher Kamera oder mit welchem Objektiv oder so irgendwas man die Fotos gemacht hat. Mhm. Und wenn ich einfach auf meine Keepers schaue, also sagen wir die Sachen, die ich veröffentlicht habe oder die ich Bands geschickt habe, war in den letzten so vielen Jahren die absolute Mehrheit ein 50er Objektiv, also 50 mm. Mhm. Ich habe sehr, sehr selten meinen Weitwinkel verwendet, obwohl ich hauptsächlich in kleine Venues fotografiere. Mhm. Wenn du dein ganzes Leben nur noch eine Linse benutzen dürftest, ja, welche wäre das? 28er. Welche genau? Okay, na gut, wenn ich es mir aussuchen darf. Ja, das sind alle Linsen, aber du darfst, die es gibt, und nur noch die eine darfst du benutzen. Die 28er Otus von Zeiss. Okay. Einfach, weil es so viel kostet wie ein Auto. Welche Blende? Blende hat die von... Das also ist, glaube ich, eine 1,4... Nein, ist eine 2er Blende. Okay. Ja.
Aber gut, Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist durch diese Limitation. Lass dich nicht mal ablenken. Durch diese Limitation, die ich mir aufgelegt habe, habe ich jetzt bemerkt, dass ich die letzten Fotos viel, viel mehr meinen Weitwinkel verwendet habe. Mhm. Und das ist eben das, wo du sagst, indem ich einfach den Prozess geändert habe, ist auch das Resultat einfach anders, weil ich es wirklich mit einem komplett anderen Objektiv, oder das meiste mit einem komplett anderen Objektiv fotografiert habe. Das ist absolut richtig. Okay. You see, we're having breakthroughs here. Das sind Sachen, die ich überhaupt noch nicht... Nein, aber es ist wirklich lustig. Ich habe mir da noch nie so viele Gedanken gemacht. Ich habe das einfach gemacht. Ja, deswegen machen wir das jetzt, damit wir kurz kontemplieren darüber, was man nicht für Bullshit... Hast du sowas schon mal gemacht in Musik, wo du gesagt hast, ja, ich lasse jetzt dieses Pedal weg oder was auch immer? Oder nein, eine Seite ich habe immer nur Pedals und Seiten dazu genommen. Was im Prinzip? Nein. Also du spielst jetzt einen Achtseiter Bass? Nein. nein. na, was ich mit meinem eigenen Projekt... Ja. Ja, ganz gut. Um es kurz zu fassen, was hast du im Prozess geändert und wie hat sich dein Output geändert? Von Mothership haben wir jeden Output anders geschrieben und produziert. Mhm. Ja? Wo der erste Output noch in Grundbesetzung wirklich im Proberaum konzipiert worden ist und erst dann im Home Recording ausformuliert. Mhm. Also was wirklich so, dann ist geschrieben im Proberaum, dann recorded haben wir es selber und dann haben wir es dem Daniel Fellner zum Editieren, Mix, Master gegeben und Vocal Recording. Ja. Der zweite Output, also die Atmo EP, war komplett eigens gemacht im Studio von Schachinger. Der nächste Output war dann wieder komplett, also überhaupt nichts im Proberaum, sondern alle gemeinsam vor dem Computer. Instrumental zuerst und dann nochmal alles recorded, also geschrieben selber, aber recorded und vollproduziert mit Norbert Leitner, ja. Regicide habe ich dann die Band außen vor gelassen und mit dem Victor gemeinsam den Song geschrieben und produziert, ja. Und das nächste Ding wird ein Hybrid aus vorigen Dingen. Also da ist wieder mehr die Band involviert, aber wir sind wieder bei einem Produzenten, aber wieder bei einem ganz anderen. Ja. Ja? Weil der Kern der Band, der ändert sich ja nicht. Es geht weiterhin um Atmosphären und um perkussive Gitarren. Ja? Mhm. Aber dadurch, dass wir jedes Mal die Basis ändern, wie wir es tun, ja, klingt es dann natürlich auch anders. Ja, und das Resultat überrascht mich dann selber auch und dafür mache ich es ja. Ja. Mhm. Weil wo ist der Punkt, dass ich gerade in diesem Ding, was ich komplett selber steuern kann und Erfahrungen sammeln mag, es noch einmal so mache, wie ich schon mal gemacht habe. Klar. Ja? Ich meine, natürlich, Sachen schreibst du vom Computer und du lässt sie produzieren und bla bla bla. Das Ding ist nicht, also es wird jetzt nicht auf einmal, keine Ahnung, das Kabel kommen und ich steck's mit dem Hirn und dann kommt die Musik raus, da sind wir noch weit davon entfernt. Mhm. Also dieses Ding ist schon anders. Elon get to work. Das wäre urschnell so, oh, ich habe eine Idee für ein Album. Album fertig. Ja? Das wäre natürlich... Ressourcen sparen und ich glaube, Musik würde dadurch dann viel, viel fantastischer werden. Okay. Ja? No, und dass keine Limitations mehr, außer dass es du dir nicht vorstellen kannst. Ja, das wäre Elon get it. Aber das habe ich gemacht, weil ich schon oft genug davor mehr oder weniger traditionellere Strukturen in Bands erlebt habe, wo nichts falsch ist daran, ja? Aber wo ich mir gedacht habe, wenn ich die Möglichkeit habe, das anders zu machen, warum soll ich mich darauf ausruhen und sagen so, okay, das hat jetzt einmal funktioniert und es hat gut funktioniert, das bleibe ich da. Ohne, dass du jetzt ein dezidiertes Ranking oder so irgendwas davon geben musst, das wäre auch unfair, aber weil du den Prozess geändert hast und unterschiedliche Outcomes rausgekommen sind, hat dir eins
besser gefallen oder kannst du es wirklich nicht sagen? Ist es für dich alles einfach eine einzelne Erfahrung? Oder kannst du doch irgendwie sagen, das hat einfach für mich irgendwie... Es hat andere meine Bedürfnisse bedient. Okay, aber ja. Es hat noch nichts alles bedient. Nein, aber das ist noch nicht der Punkt. Nein, eh nicht. Ja, aber ich, die Frage war eher nur, ob es für dich sowohl im Prozess als im Outcome auch wirklich ein Unterschied ist und ob es nicht nur eine Änderung ist, weil du halt was ändern wolltest oder mal schauen. Aber ja, schon. Das war es auf jeden Fall. Okay. Weil natürlich ist es ein komplett anderes Gefühl, wenn ich in regelmäßigen Abständen mich mit meinen Freunden im Heimstudio treffe und wir ein Wochenende gemeinsam verbringen. Es geht nicht nur ums Produzieren und ums Schaffen, sondern auch um einen menschlichen Austausch. Und auf der anderen Seite, wenn du wirklich jemanden bezahlst, der sagt, okay, sei mit mir kreativ, ja, und der Person die Rahmenhandlung halt vorgibst und da jetzt die Produktivität und das Experiment im Vordergrund steht. Ja, nämlich auszuloten, in welche Richtung kann Mothership gehen, ja, wenn ich diese Person hinzuziehe und diese Person ihren Prozess und ihren Flavor drauf gibt. Ja. Ja. Aber ich sehe das gar nicht so abgegrenzt voneinander, weil für mich ist das ganze Ding eine Erfahrung, die größer wird. Ja. Nein, das habe ich auch gemeint. Wenn es schon überhaupt ein Ranking gibt, dann muss man das irgendwie forcieren, weil es eine ganze Reise ist. Mhm. Ja. Das ist es. Ja, schon. Ja, ich würde kein Ranking machen. Nein, das ist nur... Ich wollte nur wissen, ob es eine wirklich signifikant unterschiedliche Erfahrung auch war, ja. Aber anscheinend ja. Ich finde, es ist eher wichtig, dass man sich selbst frisch hält und selbst challenged. Ja, weil sobald du im Comfort-Level bist und sagst, okay, ja, hört für mich die Entwicklung auf. Ja, wenn es keine Challenge mehr gibt, wenn es Smooth Sailing ist. Ja. Das ist zwar für eine Zeit lang ganz, ganz, ganz angenehm, wenn es so dahin geht, ja. aber es ist, du sitzt halt dann am Schaukelstuhl. Du hast was zum Tun, aber es bringt dich nirgends hin. Ne? Glaubst du, das ist etwas, was große, erfolgreiche internationale Bands schnell einmal haben? Dass sie bei dem Prozess dann picken bleiben? Ja. Ich glaube nicht, dass ich das generell. Ich glaube nicht, dass man das generalisieren kann. Okay. I don't know. Ich weiß nicht. Vielleicht also, merkt man es. Ich glaube schon, dass manche Bands vielleicht so ihren Prozess haben und dann das so weitermachen. Mhm. Aber eine meiner Lieblingsbands zum Beispiel, die haben, also mit Sugar, die haben ihren Prozess ja komplett gebrochen. Und gesagt, so, na, wir nehmen das jetzt nicht, wir tracken jetzt nicht mehr separat, ja, sondern wir gehen jetzt alle im Proberaum und wir spielen jetzt die Songs gemeinsam. Ja, wir kommen aufnehmen. Wie viele Mikros braucht es? Alle. Das, ja, und das ist arg. Ja, ja. Ja. Aber ja, so challenge du dich selber. Ne? Vor allem, wenn du eine Band bist, der man zusagt, dass sie so ahead of the game ist, ja, und so in dieses Genre hineingegrandfathert. Sind, ja. Aber abgesehen davon, das ist ihnen ja alles vollkommen egal. Ne? Sie suchen ja seit jeher die Challenge. Ne? Ja, ja, klar. Und schauen, in welche Richtung sie ihre Musik pushen können. Ne? Sie haben ja auch in einem Album, das haben sie recorded, wie sie es geschrieben haben, das Ei. Ja? Mhm. Oder der Hake hat gesagt, nein, ich programmiere das Schlagzeug, das spielen wir mal nicht ein, sondern ich programmiere es einfach, weil dann schauen, in welche Richtung das geht. Die sind, ja? In der Hinsicht kann man schon sagen, Meshuggah ist fast schon das Paradebeispiel für, wir machen jedes Mal was anderes. Ja, oder und, alle zwei, und, drei, oder, genau, I don't know. Ja. Aber trotzdem eben schaffen sie es ein ja, sie sind halt dann trotzdem Sugar und sie haben ihren Sound, ja, ja. Aber sie refinern sich selber und challengen sich selber dadurch, dass sie sich nicht
ausruhen und sagen so, ah, okay, jetzt sind mal wieder 1,5 Jahre vergangen und jetzt gehen wir wieder zu dem Produzenten und jetzt machen wir es so wie immer, also das Tradition und bla bla bla. Das geht auch und kann man sich auch zurücklehnen, ne? Aber das ist halt, du wirst dich nicht so arg weiterentwickeln. Mhm. Ne? Bisschen eine andere Frage, die mir jetzt eingefallen ist. Ja. Was ist eine Konvention im Metal-Bereich, jetzt nicht, also im groben Sinn, die man vielleicht brechen sollte, aber noch nicht gebrochen ist oder gebrochen wird? Puh, wenn ich jetzt sage Genre-Mix, ist schon fast eine obsolete Antwort, weil genau das passiert im Internet. Ja. Ich meine, es war mit der New-Metal-Zeit, war ja schon, so ist es groß, wow, okay, da kommt jetzt Hip-Hop-Culture und Rap kommt in Metal und das gegenseitig und da, 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 das ist eine Unholy Union, ne? Mhm, und da kannst du sogar noch zurückgehen, schau dir Aerosmith und Run DMC an. Die haben das nicht losgetreten, dass auf einmal das... Die haben es mit einem Song gemacht. Und da gab es auch genug dieses, but why? I don't like this. White and black people. Yeah. Also, nein, die Musik. Ah, die auch. Ja. Nein, das stimmt natürlich. Aber was vielleicht fällt uns das ein, was gibt es jetzt noch? Boah, so ad hoc gar nicht. Gar nicht eigentlich. Ich meine, das, was noch irgendwie am ehesten steht, ist vielleicht einfach das Aussehen. Aussehen? Von dem Stereotypen Metal-Fan oder Metal-Musiker. So. Mhm. Da finde ich ja zum Beispiel eben das super Beispiele, finde ich die Band Vola, die schauen, also der Dude auf Keys schaut nicht aus, als würde er in einer Metal-Band spielen. Ach so meinst du, ja, voll. Und der Main Guitar Hero von The Contortionist auch nicht. Er schaut aus wie Harry Potter. Ja. Ja, aber das ist. Darauf gebe ich keinen Deut. Das ist also, natürlich nicht, aber. Und es gibt einige Leute, die darauf nicht so einen Wert legen, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie noch. Ein Stereotyp ist, der auch irgendwie schon fast mit unterm Gatekeeping fällt. Mhm. Du schaust nicht, wo ist deine Kutte? Du schaust nicht Metal aus. Du hast nicht die langen Haare. Ja, und bist nicht backed und weiß ich was. Also dass es in beide Richtungen geht. Dass es nicht nur ein Stereotyp von außen ist, sondern dass auch die Subkultur selber es erwartet. Okay. Ja. Und das wäre vielleicht, ich meine, das wäre jetzt das Einzige, wo ich mal sagen kann, natürlich gibt es Leute, die diese Konvention brechen. Hey. Wo man sagen könnte, es wäre interessanter, wenn es nicht so elitist oder Gatekeeping ja, das, ist. Ja, das schon. Weil Genre-Mix gibt es schon genug. Das ist richtig. Das ist zum richtig. Glück. Also da kommen ja coole Sachen raus. Ich weiß nicht, die Konvention, das ist gar nicht wirklich eine Konvention, aber Ich hätte gerne, dass sich Bands weniger Gedanken drüber machen, was anderen gefallen könnte. Und jetzt wirklich. Und das nicht nur so sagen, so ja, wir machen das, was uns am allerliebsten gefällt, sondern I really do weird shit. Ja? Und das, was aus dir rauskommt. Und wenn's, keine Ahnung, ja, wenn es im ersten Moment schräg erscheint, dann explore das. Ja, und versuche herauszufinden, warum das irgendwie cool ist, aber du kannst es nicht so ganz ergründen, dann ist da irgendwas. Ja, ja, und geh mal in die Richtung, ja, vielleicht stößt du auf etwas, das vielleicht jetzt nicht bei deiner breiten Masse deiner Hörerschaft ankommt, aber vielleicht inspirierst du andere Künstler damit. Ne, mit einem neuen Element oder einfach mit der Tatsache, dass du irgendwo gesagt hast, okay, I'm putting my foot down, ja, ich folge jetzt nicht dem ersten Gefühl, sondern
in das, was weird ist. Und wir sind jetzt mutig. Ja. Klar, aber... aber das ist keine Konvention. Oder irgendwie schon? Nee, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall nichts, was ich mir bald mal erwarte von Bands mit kommerziellen Erfolg. Also mit kommerziellen Erfolg, ja. Die trauen sich nicht mehr. Okay. Ja, aber die behandeln wir nicht. Ne? Nein, eh nicht, natürlich nicht. Die geben auch keinen Fick auf uns, sondern wir geben einen Fick auf die Bands da, die das schauen, die Deutsch verstehen. Ah, Rammstein. So. Ja, also, Herz zu, ja. Ja. Kurzer Punkt noch, wie lange haben wir? 26, da können wir noch. Was mir gerade auffällt, ist, dass extrem viele Ösi-Bands auf einmal Deutsch machen. Mhm. Also extrem viele ist jetzt ist falsch gesagt, aber vermehrt. Mhm. Und ich hab jetzt die letzten Tage wirklich diese Empfindung, dass ich ein bisschen übersättigt bin mit englischen Lyrics vor allem. Ja? Also englische Filme, bla bla, stört mich gar nicht, aber einfach wie es klingt. Ich weiß schon, also für mich wirkt es immer wie das gleiche Element, das alle benutzen. Ja? Und wenn jetzt einmal deutsche Texte auf einen Metalcore-Song sind, ja, wirkt das Ding auf einmal komplett anders für mich. Ich bin noch nicht drauf gekommen, warum. Vielleicht ist es wirklich eine Übersättigung oder vielleicht. Also die Phonetik ist so anders. Ja, ja. Ja? Und aber viel, viel härter und, ja. Und keine aber Ahnung, kreischiger und in your face. Glaubst ja? du, dass... Also wenn, es ist halt so eine Frage. Ist es wirklich nur ein phonetischer und melodischer Aspekt? Oder weil in der Hinsicht müsstest du ja dann auch sagen, na okay, das Schwedisch, was zum Beispiel Bands wie Humanity's Last Breath oder Viljata einbauen, gibt mir dasselbe Neue, indem es nicht Englisch ist? Oder ist es auch einfach, dass du Deutsch verstehst? Das auch. Aber ich hab jetzt zum Beispiel ein paar Bands gehört aus Japan, Vietnam, aus Russland. Und die haben dementsprechend halt Sprachen. Ja. Die haben alle das Deutsch. Alle deutsche Texte. Und finde ich auch super spannend. Ja, gibt dem Ganzen eine ganz eine andere Ästhetik. Nein, also für dich ist es fast, also zumindest zu einem Teil, auch wirklich ein anderes die andere Element, Ästhetik und andere. Ja, okay. Ja, definitiv. Und das finde ich super spannend und das finde ich cool, dass eben viele Bands sich jetzt unter Anführungszeichen abgrenzen und dann sagen, okay, ich probiere das jetzt mal. Ne? Und im ersten Moment fühlt sich sicher weird an, ne? Aber ich kenne sehr wenige moderne Metal-Bands, die auf einmal in ihrer Muttersprache, wenn sie jetzt nicht aus Amerika oder England sind, ja, dass sie Lyrics in ihrer nicht-englischen Muttersprache schreiben. Und also damit meine ich jetzt nicht im Sinne von abgrenzen, im Sinne von, wurscht, alle anderen sind mir jetzt egal. Und da, nein, sondern einfach den Mut haben, das zu probieren. Ja? Weil es irgendwie so, Metal, Englisch oder Schwedisch. Nein, ich weiß nicht, es ist halt auch immer ein, es ist sehr doppelt, denke ich. Oder wäre es für mich, wenn ich es versuchen würde. Einerseits ist es halt auch einfach das Gängige. Es ist genauso wie, dass du eine Gitarre verwendest und nicht, dass du die Main Riffs auf einen Synthesizer spielst. Das ist halt einfach ein Element, wie du sagst. Und ich schreibe die Main Riffs auf einen Bassgitarre. Aber ich meine, es ist halt eben dieses, ist für dich das Element Vocals oder ist für dich das Element Vocals auf Englisch? Das ist eben, und das muss natürlich jede Band für sich entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute die Vocals nicht nur sprachlich zusammenhängen, sondern auch eben Stil und weiß ich was. Mhm. Und dann kommt noch eben der Aspekt dazu, wie kann man sich ausdrücken. Ja. Ich denke, viele Jugendliche, weil sie halt eben diese Musik hören und irgendwas,
kommen auf bestimmte Ausdrücke oder Ausdrucksweisen drauf, die es halt vielleicht mehr auf Englisch gibt oder einfacher auf Englisch oder bündiger. Wie wir wissen, wie der Mark Twain auch so schön gesagt hat, auf Deutsch brauchst du 48.000 Wörter, um etwas zu sagen, was du in Englisch in einen Satz machst. Correct. Es ist eine sehr condensed. Ja, es ist komprimiert. Und ja. Es ist spannend, wie viel davon eben für Bands aktiv eine Entscheidung ist oder eben dieses, ja, das ist immer so, ich glaube, das gehört so und ich mache das jetzt auch so. Ja. Da finde ich die Japaner geil, weil die geben teilweise keinen Shit. Die haben einen Satz auf Japanisch, einen Satz auf Englisch. Ja, ja, ja. Also mittendrin, nicht nur in Anime-Music, sondern das geht durch die Bank. Yeah. Ja. Finde ich super spannend. Mir gefällt. Das funktioniert super für dich. Ja. Oder ein Wort teilweise. Ich habe eine Zeit lang, da reden wir jetzt sicher 19. Jahrhundert. Also so 15 Jahre her oder so irgendwas. Eine Zeit lang sehr aktiv J-Rock gehört. Anime Music. Na, so habe ich reingefunden. Yeah. Das ist yeah. Honest to God. Weil es halt dann doch relativ coole Outros oder Intros gab zu den Sachen, die man geschaut hat. Wo man dann einmal so, hey, die Band hat sich cool und ich schaue mal, ob ich da noch was finde. Yeah. Fun Fact, es gab eine Band, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, aber das ist der Grund, warum ich gelbe Telecaster so geil finde. Der hat eine gelbe Telecaster gespielt und seitdem gefallen mir gelbe Telecaster. Okay. Aber dort fand ich es auch sehr spannend, weil generell in viele asiatische Musikarten oder Richtungen, aber gerade auch in Japan, die reimen nicht. Ja. Und ich fand es extrem spannend, dass diese Band, wie du sagst, teilweise halt englische Sachen einbaut hat. Reimen. Don't give a shit. Ja. Auch wenn es 3, 4 oder eine ganze Strophe in Englisch war. No. Ja. We don't rhyme. Ja, aber Das fand ich immer sehr lustig. Mhm. Weil es einfach, es ist ein englischer Text, ja, hier und da mit einem sehr, sehr starken Akzent, aber wurscht. Mhm. Den kann man irgendwie ausblenden. aber dieses, dass es nicht reimt, war am Anfang sehr ungewohnt für mein Ohr. Ja. Okay, ich weiß schon, was du meinst. Aber wie viele Metal-Bands schauen, dass sie ein Reimschema in ihren Lyrics haben? Ich glaub ein rudimentäres Reimschema schon die meisten. Ja, okay. Nicht jetzt, dass es ein glatter Reim ist. Also ja, du kannst einen Klang ähnlich machen, weil du eh deinen Scream drüber haust oder irgendwas. Okay. Also wenn, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass da so viele einen Deut drauf geben. Ja. Aber was weiß ich. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja, glauben. Ja, also die meisten Lyrics, wo ich jetzt so mich erinnern kann, was ich gelesen habe oder so, ja. da sind schon Reime drin. Es sind jetzt keine ultrakomplexen A, B, A, B, ja, ja. Weiß, irgendwas Reimschemas. Es ist alles grad, aber... Da gibt es eine Konvention zu brechen. In Haikus. Das ist so, die Band, die das schafft... Und vor allem, das ist urprogressiv, weil willst du das auch noch in Time spielen? Ja. Fucking do it. Mindblowing. Okay, passt. Was nehmen wir aus diesem Podcast? Bitte. Was wir aus diesem Podcast mitnehmen? Ja. Ihr da. Die also, 5 Follower. 6. Hoffentlich 7, wenn wir den Mick Gordon nochmal erwähnen. Stimmt, den werden wir verlinken. Ja, ich glaube, das war ein schöner Anfang und ein cooles Ding, was du erwähnt hast. Das ist sehr empfehlenswert, sich das anzuschauen. Sogar ich als Nicht-Musiker habe das gern angeschaut und habe einiges davon gelernt. Das Mick Gordon GDC-Ding. Genau. Das und werden wir verlinken. Ja, ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich einfach, wenn man den Prozess ändert, ändert man auch das, was rauskommt. Und das, man kann den Prozess nur ändern, indem man selber reflektiert, was man eigentlich macht und was man ändern möchte. Mhm. Wenn man sich darüber bewusst ist und das aktiv einmal angeht, dann kann man sich auch verbessern. Oder zumindest neu erfinden oder ändern. Genau. Man muss nicht immer verbessern, man muss nicht immer nach Höherem streben, sondern einfach mal was anderes machen, genau, andere Erfahrungen machen.
Richtig. Und welches Gefährt, um Erfahrungen, tiefmenschliche Erfahrungen zu machen, ist easier als Musik. Ja, also ich kann viele Sachen, die ich besser kann als Musik machen. Also ja. Also gerade da kommt man rein. Ja, aber du musst nicht Musik machen, du musst Musik lediglich hören. Das war ein so ein gutes Abschlusswort und du bist mal reingekommen. Dankeschön. Okay, danke fürs Zuschauen. Klick, like, subscribe, was auch immer die jungen Leute machen. Kaffee. Ring that bell, motherfucker! Hit us up. Hast du gedampft? Ja. Prison! This goes to prison. Boah, das war knapp mit dem Ström. Ich hab nur noch einen Bar. Ja, ich hab nur noch einen Kapitel angefangen, aber... Oh yeah!